Ja Leute, willkommen zurück zum weiteren Video vom Landwirtschaftssimulator 17. Ja Leute, wir wollen heute mal wieder ein bisschen Gülle ausbringen, was heißt wieder mal. Und ja, das Ganze heute mit unserem Lohnunternehmen, denn wir sind heute mal wieder im Multiplayer unterwegs. Mit am Start ist hier unser Kollege, wo ist er denn überhaupt? Da ist er ja, genau, da haben wir ihn. Und ja, mit am Start, hier Fendt 939 hier am Start, mit Breitbereifung. Dann haben wir natürlich hier noch einen schönen Zubringer. Und ja, das Ganze hier natürlich mit Standardreifen finde ich einfach generell besser, als wir jetzt hier diese dicken Reifen. Denn ja, hier auch wieder mit einem Fendt 939 mit Breitreifen und Radgewichten und einem Venus Güllefass mit Schleppschlauch von 30 Metern. Und in dem Fall würde ich sagen, wir starten jetzt einfach mal. Aus dem Grund würde ich sagen, ich steige jetzt mal hier in meinen schönen 939. So, dann müssen wir erstmal schnell das Lenkrad hier einrichten. Ich glaube, die Fenster lassen wir erstmal zu. Gerade wenn wir Gülle fahren, stinkt es dann ein bisschen. Und dann würde ich jetzt sagen, dann werde ich erstmal schnell ein bisschen Gülle auftanken. Ja, ich werde jetzt heute mal hier den Zubringer übernehmen und ihn schön immer mit Gülle versorgen. Ich weiß, glaube ich nicht, ich weiß nur, dass das Ding auf jeden Fall sehr viel Gülle schluckt. In dem Fall müsste ich dann eventuell sogar mehrmals fahren. Ah, scheiße. So. So, hier haben wir die schöne Güllegrube. Muss mal kurz Dings anmachen. Ups, sorry. Ja, man sieht ja jetzt gerade, dass die Achsen oben sind, und das wird sich natürlich jetzt ändern, wenn wir das Ding aufladen. Richtig geil gemacht, man sieht es ja gerade, wie die Achse runtergegangen ist. Ja, das Ganze hier mit einer Dolly-Achse übrigens. Ich finde den Zubringer auf jeden Fall ganz geil. Ich glaube, die eine ist hier noch oben, ne? Ja. Ja, das ganze Gülle-Pack gibt es übrigens auch zum Download. Kann ich euch natürlich gerne in der Videobeschreibung verlinken. Ja, jetzt ist die andere Achse auch runtergegangen. Richtig geil gemacht auf jeden Fall. Gefällt mir. So. Der ganze Zubringer müsste ein Volumen haben von 30.000 Liter. Und in der Güllegrube haben wir noch ordentlich was. 60%. So, ich würde sagen, dann starten wir mal. Haben wir natürlich schön voll gemacht, das Ding. Man kann hier übrigens am Display, glaube ich, nochmal was umstellen. Moment. So. Was ich da jetzt genau umstellen kann, weiß ich gar nicht. Ich dachte, man kann da sehen, wie viel ich im Zubringer habe. So, machen wir mal die Rundumleuchte an und dann geht's jetzt auch los. Schön mit der Kolonne. Alter, man merkt auch richtig, dass der Fan gerade ziehen muss. Hätte ich nicht gedacht, dass er so langsam fährt, weil ich ja voll beladen bin. Jetzt hat es hier gerade ein bisschen geleckt. Woran es genau gelegen hat, weiß ich nicht. Da bin ich jetzt gespannt, ob der hier mit diesem fetten Gespann rumkommt. Ja, sieht gut aus. Ist ja gut rumgekommen. Ja, wie gesagt, wir sind im Multiplayer unterwegs, Leute. Ja, ist aber schon eine heftige Kurve hier. Da sind wir heute mal ein bisschen früher aufgestanden und dann beim Kollegen hier eingetroffen. Weil wir hier vom Lohnunternehmen sind. Und ja, ich glaube, das Feld müsste es übrigens auch sein, was wir heute erstmal bearbeiten werden. Aber das mit den Liftachsen, das gefällt mir schon echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
dass sie sich absetzen, wenn der voll ist und dass sie dann auch hochgehen, wenn leer ist. Also schon geil gemacht auf jeden Fall. Wir können ja übrigens das Ding jetzt wieder ausmachen. So, ich fahre jetzt ihn einfach mal hinterher. Natürlich richtig geil gemacht hier mit dem Saugarm. Tja, was hat er jetzt hier vor? Können wir nochmal die Rundumleuchte anmachen. Okay, noch saugt er nichts. Ich habe immer noch 30.000 im Tank. Das ist natürlich Zentimeterarbeit, ne, was wir hier machen. Gerade mit dem Saugarm. Auch schön, dass ich hier im Rückspiegel alles im Blick habe. Gefällt mir auf jeden Fall. Der Fan ist übrigens ein Mod, den kann man sich im Menü, glaube ich, runterladen. Okay, jetzt ist er hier gerade schön am Pumpen. Ich bin echt gespannt, wie viel der runterzieht. Man sieht das jetzt hier übrigens auch an dem Rohr, dass die Gülle richtig schön abgesaugt wird. Und jetzt heben sich auch wieder die Liftachsen. Also echt geil gemacht, muss ich schon sagen. So, jetzt bin ich gespannt, wie viele ich noch drin habe. Null. Krasser Scheiß. Das heißt, ich muss jetzt schon wieder zum Hof fahren und neue Gülle holen. Hätte ich ehrlich nicht gedacht. Ja, dann lass mich mal kurz vorfahren. Ich würde sagen, dann fahren wir jetzt hier einfach mal schön durchs Grün. Und er hat sich auch schon ausgefahren und die 30 Meter machen sich echt bemerkbar, wie ich finde. Bin auch gespannt, wann der wieder leer ist. Aber ist auf jeden Fall schon cool gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, mit Licht sieht es irgendwie besser aus, wenn ich das anhabe. Deswegen lassen wir das mal an. So. Ich gucke, dass ich hier nirgendwo hängen bleibe. Das sieht gut aus. Müssen wir mal wieder eine Schleife fahren. Da bin ich echt gespannt, wie lange ich jetzt hier hin und her fahren muss, damit das Feld fertig bearbeitet ist. So, jetzt kommen wir hier auch ein bisschen besser durch. Wie hätte ich das Schneidewerk einfach mal schnell an die Seite packen sollen. Ist ja eigentlich gar nicht mein Hof. Wir sind ja hier als Lohnunternehmen am Start, also von daher...
So. Also ist echt geil gemacht, muss ich schon sagen. Also das Güllepäck. Jetzt schon wieder die Liftachse runter. Richtig geil gemacht auf jeden Fall. Das gefällt mir. Ich war der Meinung, man konnte hier sehen, wie der Füllstand ist. Von dem... War irgendwie... Aber allein schon cool, dass man hier alles umstellen kann. Hier zum Beispiel Dachluke mal auf. Ja klar, man würde die jetzt nicht aufmachen aufgrund des Güllegestanks. Okay, Dachluke machen wir mal zu. Sieht nicht so schön aus. Da haben wir übrigens noch den MB-Truck. Bin immer noch am Gülle saugen. Gleich ist er voll. Ja, wir haben jetzt noch um die... Moment. 440.000 Liter an Gülle in der Grube. So, ich würde sagen, dann können wir weiterfahren. Ich hoffe nicht, dass er jetzt so doll da am Warten ist. Dauert natürlich eine Zeit, bis ich die Gülle da aufgeladen habe. Und Leute, ich gebe gerade wirklich Vollgas. Also, das ist wirklich, das liegt wirklich daran, dass ich hier jetzt im Zubringer 30.000 Liter Gülle habe, dass er so langsam fährt. Also, das ist auf jeden Fall richtig geil gemacht. Ja, nochmal Grüße an dich, ne, Kevin. Also ich muss ganz klar sagen, also fahren tut er schon echt gut, was Blinkersetzen betrifft und die Realität betrifft. Also mein Kollege, mit dem ich jetzt hier gerade im Multiplayer unterwegs bin. Also es gefällt mir auf jeden Fall schon richtig gut. Natürlich jetzt ein bisschen komisch, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir das jetzt hier regeln sollten. Ja, warte, dann fahre ich noch mal komplett aufs Feld. Auch kein Thema. Guck, da machen sich die 30 Meter Schleppschlauch dann doch bemerkbar. Aber es ist wirklich krass, dass ich so oft fahren muss. Also der wird jetzt auch wahrscheinlich den Zubringer wieder leer machen. Ja, jetzt ist er perfekt drin, ne? Man sieht ja auch, wie sich das Ding da oben bewegt. Also das ist schon echt geil gemacht auf jeden Fall. So, jetzt stinkt es hier so ein bisschen nach Gülle. Deswegen machen wir mal hier das Fenster eben zu. Geil gemacht auf jeden Fall, das gefällt mir. So. Okay, jetzt gehen die Achsen noch wieder hoch. Ja, hat man jetzt gar nicht gemerkt.
Ja, dann soll er erstmal fahren, dann kann ich nämlich aus dem Feldweg wieder rausfahren. Muss hier nicht übrigens wieder durch das Grüne fahren. Das mögen ja die Landwirte nicht gerade sehr gerne. Dafür gibt es ja die Feldwege. Nicht, dass wir hier noch Ärger kriegen. Da das ja nicht unser Feld ist. So, dann werden wir mal wieder schnell rausfahren und die... Das ist echt krass, ne? Der ist schon wieder leer. Ich dachte, ich habe jetzt die Einfahrt verpasst. Die Ausfahrt meine ich, sorry. Fahren wir mal eben wieder schnell zum Hof, holen wir noch eine neue Ladung. So, da rennen wir auch schon. Blinker wieder aus. Ja, ich finde das ein bisschen doof, dass der Blinker nicht von alleine wieder ausgeht. Man merkt ja auch jetzt, wie der Fendt wieder zieht. Also wenn das fast voll ist, dann merkt man schon, dass da was drin ist. Weil jetzt ist es ja leer und da zieht er schon wieder ordentlich, der Fendt. So, ich würde sagen, jetzt fahren wir mal andersrum. Man sieht es ja jetzt auch hier an dem Dings, wie sich die Gülle füllt. Übrigens. Die Achse wieder runter, richtig cool. Ganz klar sagen, also ein riesengroßes Lob an den Modder, der das Ding hier erstellt hat. Also da muss ich schon sagen, gefällt mir richtig gut. So, dann werden wir mal wieder schnell hinfahren. Wieder ordentlich zu ziehen, merkt man. Ah, da ist er ja. Hätte ich nicht gedacht, dass man den von hier sehen kann. Hier wieder die schönen Rudolf-Anhänger. Belga-Anhänger. Habe ich ja letztes Mal ein Video gemacht, auch mit dem Kollegen hier, wo wir dann halt mit dem Drescher unterwegs waren. Ey, geil, Alter, ich gebe gerade echt Vollgas. Das ist echt cool gemacht auf jeden Fall. So, ich würde sagen, wenn wir dann die Ladung da abgeliefert haben, dann machen wir erstmal Schluss und ich werde das Video dann wieder teilen in so ein paar Teile. Die brauchen wir jetzt auch nicht immer anmachen. Ich meine, wir sind ja hier quasi auf dem Feldweg unterwegs.
Ja, sehr schön. Das ist halt das Geile hier an Kevin. Nochmal Grüße an dich, dass der immer mitdenkt. Das kann nicht wahr sein, oder? Ja, warte, dann fahre ich nochmal kurz rum. Nicht wahr sein, oder? Aber dass dieser Sockel sich da bewegt, finde ich auch schon wieder richtig cool gemacht, auf jeden Fall. Man sieht es ja jetzt, der Saugarm und da der Sockel, wie der sich bewegt. Cool gemacht, auf jeden Fall. Hat die andere Achse sich auch wieder gehoben. Cool, auf jeden Fall. Richtig geil. So. Und ich würde sagen, Leute, dann hat sich das erstmal mit dem ersten Video. Wenn ihr auf jeden Fall weitere Videos wollt vom Güllefahren und auf jeden Fall im Multiplayer, dann lasst auf jeden Fall euer Feedback da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen positiven Daumen da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin raus, haut rein. Euer Kev.